Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von Ride First. Sorry für die kleine Sendepause, ich hatte ein bisschen gesundheitliche und private Baustellen zu beackern, aber jetzt wieder voll am Start hier bei Ride First, dem Kanal für das simple Mountainbiken und E-Mountainbiken, wo es nicht so um Bikepark und Trail, Enduro und so weiter geht, sondern um Naturgenuss, Fitness, Exploren, Erkunden, all die ganzen Sachen. Und ich wollte euch drei Tipps geben, wie ihr euer Bike mit günstigem, wenig Geldeinsatz für den Winter tauglich macht. Und ihr seht hier mein E-Mountainbike. Ich habe ja von Leaderfox ein Hardtail mit Motor und eins ohne Motor. Jetzt fahre ich gerade viel das mit Motor. Und deswegen habe ich das auch ein bisschen angepasst an die, an die Witterungsverhältnisse, weil heute scheint die Sonne perfekt, um nochmal die Kamera rauszuholen. Aber ist natürlich sonst oft nass, dunkel, kalt und so weiter. Also fangen wir mal an mit der Sache, die ich auch seit 20 Jahren kenne, weil das sind nämlich die Shockboards oder Shockblades von SKS. Ist hier in Sauerlander Firma, also ist der Gegend, wo ich lebe. Da kann man mit einem Klick das ab und dran machen. Einmal nochmal schauen, das geht ganz simpel. So, bis es klack macht. Genau, also ich weiß, dass es da noch Modelle gibt, die vielleicht noch besser den Matsch, wenn du richtig Trails fährst und so, weghalten. Aber mir geht es viel um Spritzwasser, Spritzschlamm. Wenn ich so von A nach B fahre zum nächsten Waldstück, wo man auch auf nassen Radwegen fährt und so weiter, dann möchte man nicht komplett eingenässt sein. Hier hinten auch mit einem Handgriff, zack, ab oder wieder dran. Deswegen habe ich mich für die entschieden und ich fahre die seit 20 Jahren in älteren Versionen auch. Genau, das ist also Schutzbleche. Ja. Schreibt mal bitte in die Kommentare, sind Schutzbleche für euch ein No-Go? Macht ihr komplett ohne oder reicht euch einfach nur ein kleiner, vielleicht reicht euch ja hier so ein kleiner Marschguard, Mattguard, der hier unten ist, der mit Kabelbindern fixiert, oder wie macht ihr das? Und ja, das zweite Gadget, auch ganz, ganz simpel, ist natürlich, ja, weil ich auch zur Arbeit und so weiter ein Stück Ruhrtalradweg fahre, hier eine Klingel. Die hier nebenbei, aber hier die beiden Lampen. Das sind ganz normale Akkuleuchten. Jetzt bewusst keine für krasse, dunkle, längere Wälder oder so, weil im Wald fahre ich nachts nicht. Oder auch abends nur ganz wenig, vielleicht mal am Waldrand. Aber ich will ja die Tiere in Ruhe lassen. Deswegen reichen mir so normale Lampen, die straßenverkehrstauglich sind. Und dann sind wir beim Thema Sichtbarkeit. Hinten natürlich auch eine kleine Akkuleuchte. Mir immer wichtig mit USB. Aufladung, nicht mit Batterien, die man immer reinmachen muss. Und das letzte ist hier Speichenreflektoren, die man an die einzelnen Speichen macht. Und wenn sich das dann dreht, dann leuchtet das total, wenn man angeleuchtet wird von Autos. Weil ja, es wird halt um 4 Uhr, 5 Uhr, keine Ahnung, und es ist schon dunkel jetzt so Ende November. Und dann hat man das Rad in, ja, mit drei kleinen Sachen schon viel wintertauglicher. Und putzen muss man natürlich trotzdem, also wenn richtig mega schlechtes Wetter ist, wo ich früher joggen gegangen wäre, fahre ich dann heute ein Rad, das wisst ihr ja. Ja, was macht ihr jetzt? Fahrt ihr noch weiter? Alltagsstrecken, Mountainbiken am Wochenende oder macht ihr eine richtige Pause, was Mountainbiken angeht? Ich bin halt süchtig, ich muss so am besten jeden Tag aufs Rad. Es muss nicht jeden Tag das Mountainbike sein, aber zumindest das Fahrrad, aber möglichst auch aufs Mountainbike, aufs Fatbike, aufs E-Bike. Durch die Natur, genau. Also seht ihr nochmal, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich stelle euch noch ein paar Sachen, die an dem Bike sehr cool sind, auch nochmal vor. Zum Beispiel den Barfangmotor. Für all die E-Bike-Interessierten wollte ich das mal vorstellen. Und was die Fahrsicherheit angeht, vielleicht noch eine Sache für die, die Klickpedal fahren. Ihr könnt euch im Winter mal überlegen, ob ihr euch vielleicht dann doch die Flat Pedals drauf macht. Also A, wenn man wegrutscht, kommt man natürlich schneller mit den Füßen, kann man sich doch noch vielleicht abstützen.
Und das andere ist natürlich auch diese Kältebrücke, sagt man das. Wenn man Klickschuhe hat, hat man ja das Glied und da geht oft die Kälte durch und man muss ein bisschen tricksen mit bisschen ja Sachen. Also man kann im Winter auch auf Flatpedals wechseln, für die, die die Klickpedale fahren sonst. Und das andere ist jetzt meine Frage an euch. Ich fahre eigentlich meinen normalen Reifen weiter. Den habe ich immer schon so gemacht. Ich habe noch nie auf Winterreifen gewechselt. Ich habe aber auch ein E-Fatbike und ein normales Fatbike, wenn so richtig Schnee ist, weil ich jetzt in der Gegend wohne seit 2016. Ja, da gibt es halt so richtig mehr Schnee als im Bergischen Land oder in Bonn, wo ich vorher gelebt habe. Also im Hochsauerland ist ein bisschen mehr Schnee. Ist auch nicht jedes Jahr, aber dann ist schon irgendwie ganz cool, ein Fatbike zu haben, weil man dann sehr wenig Luftdruck fährt. Dann, ja, aber sonst wechsle ich das nicht. Macht ihr das denn? Fahrt ihr vielleicht wegen Eisflächen Spikes oder wechselt ihr generell auf Matschprofile oder was macht ihr da? Bin ich mal gespannt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin jetzt wieder fit und freue mich. Bis dann. Marc Brodesser, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It is day two of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodesser ist bei uns. Herzlich willkommen.